Auf geht's, die Ostwind und ich sind wieder unterwegs. Segeln, bis die Sonne nicht mehr untergeht, das war mein Plan in diesem Sommer. Nach meinem Norwegen-Turn im letzten Jahr wartet jetzt der Polarkreis auf uns und ich freue mich, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Moin, die zweite Nacht ist vorbei. Wir haben es jetzt um 9 Uhr und ich habe ganz ordentlich geschlafen in Intervallen, 20 Minuten. War sehr wenig Verkehr hier unterwegs Richtung Gotland, also zwei, drei Schiffe, Großschifffahrt und ein Ankerlieger. Und ich habe gerade eben auf dem AIS geschaut, genau zwei Schiffe in Reichweite und mein AIS empfängt im Durchschnitt bis fast 30 Seemeilen Entfernung alle Schiffe. Ja, 212 Seemeilen sind es bis hierher gewesen und draußen ist es grau in grau, hat doch die halbe Nacht geregnet. Schönes Wetter zum Segeln und weniger dazu, irgendwelche Städte zu besichtigen. Und ich segel jetzt weiter Richtung Gotland und dann werde ich mir da nochmal neues Wetter holen und mal schauen, was diese Sturmfront da so macht. Nicht, dass sie doch noch hier abbiegt und hier in die Ecke kommt. Und dann werde ich entscheiden, wie es weitergeht. Und nachher mache ich mir dann erstmal Frühstück. Aber jetzt genieße ich meinen Morgenkaffee. Wir haben jetzt Südostwind. Hurra, der Wind hat die Drehung gemacht, wie es Wettermodell vorhergesagt hatte. Damit passt auch mein Wetterrouting und ich kann jetzt von der Höhe Richtung Gotland weiterlaufen. Hoch am Wind, aber funktioniert mit 4 Knoten bei, was haben wir jetzt, Windstärke 4. Geht, 5 Knoten sind es eher, also passt alles. Und die Welle ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Es war die Nacht schon noch heftig da, dadurch, dass ja am Tag davor hier Windstärke 8 war, das dauert ja dann noch eine Weile, bis sich die See beruhigt hat. Und ich werde jetzt erstmal in Ruhe meinen Kaffee genießen und dann überlege ich mir, was ich hier heute an Bord noch so treibe. Gerade nach der Batterie geschaut und ja, die hat noch knapp 70%. Und wenn das heute so bedeckt bleibt hier und regnet, dann wird auch solartechnisch nichts dazukommen. Dann vermute ich mal, dass ich dann gegen Abend dann meinen kleinen Tuk-Tuk, also ich habe so ein kleines Notstromaggregat mal anschmeißen werde und da die Batterie drüber nachladen über einen Landstromanschluss. Das funktioniert ganz gut. Und ist mir lieber, als dann die Maschine zu starten und über die Lichtmaschine zu laden. Aber mal sehen, wie es kommt. Vielleicht kommt ja auch eine Flaute und ich muss sowieso die Maschine mal anmachen. Dann hätte sich das Thema Nachladen ja dann auch gleich erledigt. Also einfach mal abwarten. Wir werden sehen. Gerade beim Kaffee trinken, da trötet hier der Alarm. Also ich habe hier so einen Master-Alarm, wo AIS aufgeschaltet ist, Radarannäherung und so weiter. Aber wollen wir doch mal schauen, was da los ist. Ja, der Annäherungsalarm stammt von der nächsten Regenfront. Da kommt ein dicker Schauer, die kann man auch immer gut auf dem Radar sehen. Und gerade nachts ist das von Vorteil, weil nachts sieht man ja dann draußen die Schauerfronten doch nicht so wie am Tage. Und da kann man sich dann schon drauf einstellen, weil in Schauern hat man ja dann häufig einen Windsprung oder er bricht plötzlich auf. Und da kann man sich dann von der Segelführung schon mal vorher da Gedanken machen und entsprechend vorausschauend handeln, was ja immer gut ist. Ja, wie man hören und sehen kann, hat das Radar recht behalten. Der Schauer ist jetzt genau über uns.
Oh Mann, ich glaube, ich habe Fieber. Ich habe mich die Nacht schon gewundert. Ich hatte so mehrmals beim Schlafen so richtige Schweißausbrüche. Und jetzt auch, ich glühe richtig. Und bei den Temperaturen hier im Boot sind 18 Grad. Kann das eigentlich nicht sein? Also, ich werde jetzt wohl mal das Fieberthermometer rauskramen aus meinem Medikamentenkoffer und mal messen. Wo haben wir denn das Fieberthermometer? So, Thermometer gefunden. Ich wusste doch, ich habe es hier irgendwo reingelegt. Ja, ich habe ein ganz normales mechanisches Fieberthermometer, weil meine Erfahrung ist, wenn man das alle 5 Jahre mal braucht, dann ist garantiert die Batterie alle auf dem Boot und man hat nicht die passende Ersatzbatterie dabei. Also messen wir mal ganz klassisch. Gerade gemessen, 38,6, nicht so schön, also irgendwie brüte ich was aus. Muss ich wohl mal im Auge behalten. Vielleicht habe ich mich ja vorgestern Abend am Steg beim Rumsitzen dort auf der Ostwind, beim Kartenspielen doch irgendwie verkühlt. Mal schauen, also ansonsten geht es mir ganz gut und werde jetzt, muss ja sowieso weiter segeln, bleibt mir ja nichts anderes übrig und werde mich jetzt mal versuchen, heute zu schonen. Mensch, habe ich ja getrödelt. Es ist schon wieder 1:30 nachmittags und ich habe gerade meine Festplatten da, meine Videodaten gesichert und das dauert immer ewig lange. Mein Gott, also irgendwie, man hat uns zwar vor 20 Jahren erzählt, die Computer werden schneller, aber was man nicht erzählt hatte, dass die Datenmengen auch immer größer werden. So, bei mir gibt es jetzt quasi verspätetes Frühstück und wir segeln hier an der Insel Gotskarsandoen vorbei. Die ist wohl unbewohnt und ich habe mal geschaut, scheint auch keinen Hafen zu geben. Also man könnte höchstens ankern, aber da der Wind passt, segel ich jetzt einfach mal weiter. Außerdem, wer will schon bei Regen Landgang machen? So, schwedische Flagge gefunden, dann werde ich die mal hissen und werde mal jetzt die estländische runterholen. Und die packen wir jetzt wieder in die Tüte. Immerhin, ich habe sie nicht zum ersten Mal benutzt. Flagge einholen ist ja das eine. Das andere ist natürlich, dass die Uhr auch umgestellt werden muss. So, erledigt und hat gar nicht wehgetan. Endlich mal draußen an der frischen Luft. Und etwas Sonne ist auch noch da. Das hat jetzt also geregnet bis 16 Uhr und jetzt ist es mal kurz aufgerissen. Jetzt ist hier so eine Wolkenlücke über mir und da scheint die Sonne durch. Und das freut natürlich mich und meine Solarzellen freut es auch und meine Batterien. Aber wenn ich so nach vorne schaue, der nächste dicke Schauer, der steht da schon und der wird sicher gleich kommen. Und so lange nutze ich aber noch hier draußen die Gelegenheit und lasse mich mal so ein bisschen durchblasen, bevor ich mich dann wieder nach unten verkriechen muss, wenn es regnet. Wir haben jetzt Südostwind, so wie gemeldet und auch so wie das Wetterrouting das eingeplant hatte. Und ich bin den Dreher des Windes jetzt quasi komplett am Wind mitgefahren und bin jetzt in Richtung Kalmarsund unterwegs, ohne eine Wende oder irgendwas fahren zu müssen. Und vor allen Dingen musste ich jetzt hier nicht aufkreuzen und hoffe, dass ich hier weiter gut vorankomme. Mal sehen. Der Regenschauer ist durch, der letzte, und einen Vorteil hat der stramme Wind. Innerhalb von 15 Minuten war das Cockpit hier fast wieder trocken. Also zumindest die Sitzbänke. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mir heute was Bewährtes zu essen. Tikka Masala. Dazu gibt es noch frischen Salat. Und so lasse ich es mir gut gehen. Und geht auch gut voran mit 6 Knoten jetzt Richtung Kalmarsund. Und das sind noch 70 Seemeilen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn es so bleibt, segel ich die Nacht auch durch.
und schaue einfach mal, dass ich Richtung Heimat noch ein Stück vorankomme. Also, guten Appetit! Ja, ich schaue immer so auf den AIS, was um mich herum los ist, und da sehe ich so genau, kommt auf mich zu hier die Silvia Line, eine Fähre, und macht irgendwie keine Anzeichen, den Kurs zu ändern, und da habe ich dann gewartet und dann dachte ich, das wird dir jetzt aber doch zu eng, du bist Kurshalter, und habe sie angefunkt und die hatten mich aber schon lange gesehen auf dem AIS und er meinte dann, dass er nach Backbord abdreht, und das hat er dann auch gemacht. Konnte ich dann auf dem AIS auch gut verfolgen und er hat mich jetzt so mit 800 Metern passiert, was ja okay ist, und nimmt jetzt wieder seinen ursprünglichen Kurs auf. Aber ich hätte auch den Kurs geändert, wenn er mich drum gebeten hätte. Das hätte ich natürlich sofort gemacht, aber wichtig ist, dass klar ist, wer ist Kurshalter und wer weicht aus, weil ansonsten kann es sehr schnell unschön werden, besonders mit Fähren, die ja doch zügig unterwegs sind, die ja bis zu 20 Knoten fahren. Also wenn man denn nach KVR der Kurshalter ist, dann sollte man nicht einfach den Kurs ändern, sondern wenn, dann sollte das abgestimmt erfolgen. Ist meine Meinung dazu. Kann natürlich jeder eine andere haben, und wer eine andere Meinung dazu hat, der kann mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich auch immer, wenn ich was dazu lernen kann. Es geht dann wieder durch eine stürmische Nacht. Ich fühle mich aber wieder besser und auch mein Fieber ist zum Glück wieder verschwunden. Ja, schönen guten Morgen. Die dritte Nacht ist vorbei und das ging die ganze Nacht durch hier am Wind und immer Windstärke 5 bis 6 und jetzt heute Morgen ist auch wieder Windstärke 6 hier und ich muss auch noch aufkreuzen dagegen. Also das ist irgendwie eine richtig anstrengende Heimtour dieses Mal. Das habe ich schon entspannter erlebt. Uiuiui. Und naja, mal schauen. Vom Schlafen war das die letzte Nacht auch so. Naja, bei der Welle, die hier stand, ist es halt schwierig. Also ich habe ein paar Mal dann die Augen zumachen können für vielleicht 20 Minuten. Aber hoffentlich beruhigt sich das Wetter irgendwann mal wieder und müssen wir mal schauen. Ja, unterwegs bin ich jetzt nur noch unter Genua. Also groß habe ich voll eingeholt und Genua 2/3 draußen. Und damit sind dann die Ambient-Eigenschaften auch nicht mehr so berauschend. Aber wir kommen voran und das ist sehr entscheidend. Und bei dem Wetter hier, was will man da auch sonst machen außer segeln? Ich meine, für Sightseeing ist das ja nur auch nicht geeignet. Windstärke 7 bis 8 im Moment und ich habe gerade mal das Wetter geholt. Ich bin jetzt 10 nautische Meilen vor Öland und habe damit wieder Mobilfunkempfang und das entspricht auch dem Wetterbericht. Auch der zeigt 28 Knoten im Moment hier an auf der Karte und es soll auch so bleiben. Also heute und morgen noch Starkwind.
pendelt immer so um die Windstärke 7 und Böen 8 und da schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich werde jetzt erstmal versuchen, dann hinter die Insel Öland zu kommen und dort aufzukreuzen und dann praktisch in die Landabdeckung dort zu kommen. Und dann überlege ich mir, wie ich weitermache, ob ich anker oder ob ich weiter segel. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber bis ich da die Küste dann erreicht habe, das wird noch sportlich, weil ich bin im Moment nur mit der gerifften Genua unterwegs und da ist der Rennwendewinkel ziemlich bescheiden. Zumal einen auch jede Welle hier abstoppt und man also nicht den sonst gewohnten Wendewinkel erreichen kann. Demzufolge wird es wohl eine Weile dauern, bis ich dann da die Küste von Öland sehe. Bei einer Wende verklemmt sich dann die Backbordschrot unter meinem Schlauchboot, sodass ich zum Klarieren aufs Vorschiff muss. Nach dieser Aktion bin ich dann wach und geduscht. Also ich habe jetzt nochmal Windfeine abgeglichen und die gehen von Windstärke 7 aus. Und naja, da haben wir heute noch einiges zu tun, bis wir dann da vor der Küste sind. Aber ich meine, bei solchen Bedingungen muss man ja auch mal segeln. Und man kann ja nicht nur bei schönem Wetter und Windstärke 3 segeln, sondern das gehört auch dazu. Zumindest wenn man Fahrtensegler ist und auch mal längere Strecken zurücklegen will, weil dann kann man sich nicht immer aussuchen, wie das Wetter ist, wenn man dann erstmal unterwegs ist. Dann bleibt dann ja nichts anderes übrig. Und so gesehen ist das alles übt und mir macht Spaß heute. Wir haben es jetzt 12 Uhr und ich habe gerade mal das Etmal nachgeschaut. Also waren von gestern bis heute Mittag 118 Seemeilen. Gut, für die Bedingungen hier mit Sturm, denke ich mal, ist das okay. Und ich mache mir jetzt erstmal ein Brötchen, werde mal was essen. Und heute Nachmittag soll dann hier mit 30 Knoten die Spitze kommen von dem Tief. Und danach soll es dann langsam weniger werden bis morgen. Aber schauen wir mal mit Prognosen, da ist ja mal Vorsicht geboten. Auf geht's in die vierte Nacht. Ja, stimmt das? Doch, stimmt. Vierte Nacht. Und immer noch hart am Wind und habe jetzt wieder das Ros im zweiten Riff und die Genua vollgesetzt. Wir haben 19 Knoten und es geht am Wind mit 5 Knoten vorwärts. Und ich schaue mal, dass ich jetzt in der Nacht dann immer mal einen Mütze Schlaf bekomme zwischen den Winden und hoffe ich mal, dass der Wind so stetig bleibt und nicht wieder aufbläst. Also mehr als 20 Knoten müsste jetzt in der Nacht wirklich nicht sein, aber ob der sich nach meinen Vorstellungen richtet. Ich genieße aus dem Cockpit diesen fantastischen Sonnenuntergang und so langsam geht es in eine weitere Nacht auf See.